was ist eigentlich bei der CDU los? Ich habe das Gefühl, die Partei ist in der Pubertät, oder? Es ändert sich alles zu schnell, Mutti nervt nur noch und es wird viel zu viel Zeit damit verbracht, an sich selbst herumzuspielen. Also Pubertät, ja, es sind die reinsten Chaostage. Krawall, Aufruhr, Punk im Schrank. Gegen diesen wirren Haufen CDU wirkt ja selbst die Schwesterpartei CSU mit Markus Söder geradezu vernünftig. Mehr muss man über den Zustand der CDU im Moment nicht wissen. Und es ist völlig unklar, wer die Partei demnächst führen wird. Inzwischen ist ja noch ein vierter Kandidat im Rennen. Wobei, Nummer vier, wir wollen genau sein. Ich bin der bislang erste und einzige, der seine Kandidatur erklärt hat. Insofern muss ich sagen, bin ich nicht der vierte, sondern ich bin der erste. Ja, Robert Röttgen ist der erste. Zum Glück hat er dieses Streberhafte von früher ganz abgelegt. Das ist der Mann, der 2012 in Nordrhein-Westfalen dermaßen krachend die Wahl verloren hat, dass ihm Merkel auch gleich noch seinen Ministerposten in Berlin abgenommen hat. Dabei war er damals sehr von sich überzeugt. Ja, hier vor der Landtagswahl damals legendäres Röttgen-Zitat. Ich müsste eigentlich dann Ministerpräsident werden, aber bedauerlicherweise entscheidet nicht allein die CDU darüber, sondern die Wähler entscheiden darüber. Da sieht man, wie er während des Satzes merkt, oh, ich habe gerade Mist gebaut. Ja, und so war es dann auch. Bedauerlicherweise haben die Wähler entschieden. Diesmal entscheidet tatsächlich die CDU. Es sind jetzt also aktuell im Gespräch. Berichtigen Sie mich, wenn ich was Falsches sage, habe ich irgendjemand nicht auf dem Schirm. Also aktuell, Stand jetzt. Treten wahrscheinlich an Norbert Röttgen, Armin Laschet, Friedrich Merz und Jens Spahn. Oder? Habe ich jemanden vergessen? Klaus Spahn. Klaus Spahn? Auch? Ist das der Bruder von Jens Spahn? Oder weil sonst noch irgendwelche Verwandten? Helmut Laschet. Helmut Laschet! Was ist mit Rüdiger Röttgen und Kevin Merz? Oder war er da nur etwas durcheinander, der Uwe Di Lorenzo? Jedenfalls, es stimmt tatsächlich, mittlerweile scheint sich jeder für den CDU-Vorsitz berufen zu fühlen. Hauptsache männlich. Es sind alles Männer. Vier Männer aus Nordrhein-Westfalen. Ich finde, deutlicher kann es die CDU nicht zeigen, dass sie genug hat von einer Frau aus Ostdeutschland. Alle vier tapern jetzt zu Annegret Kramp-Karrenbauer, ne? Treten bei ihr an. Ich weiß gar nicht, ne, was sie da macht. Sie ist die Vorsitzende RET. Ich weiß nicht, was passiert. Ja, weil verteilt sie Rosen oder sagt sie, du bist es? Vielleicht. Wie auch immer das Verfahren sein wird, sie müssen sich ja da noch einigen, wie sie verfahren. Ich habe auf jeden Fall jetzt schon eine große Bitte. Jetzt nicht ein Jahr lang alle durchs Land tingeln lassen. Ja? Bitte jetzt nicht Regionalkonferenzen, Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern, vielleicht noch eine Doppelspitze wählen, wie bei der SPD, Laschet und Klöckner, Spahn und Karliczek, Merz und sein Spiegelbild, Daniel Günther und Gesine Schwan. Die ist in der SPD, ich weiß, aber die ist doch irgendwie immer dabei. Wenn es um Posten geht, ist immer Gesine Schwan dabei. Also bitte, bitte, bitte nicht. Und hinter dieser Personalie, Parteivorsitz, Kanzlerkandidatur, steht ja eigentlich die viel wichtigere Frage, wofür will die CDU künftig stehen? Oder passender bei dem Altersdurchschnitt, wofür will die CDU künftig sitzen? Ist ja egal. Also wo will die Partei hin? Zurück in die 90er oder nach vorne in die 20er? Näher zur AfD oder mit den Grünen koalieren? Die Partei ist ja einerseits die Wirtschaftspartei, andererseits finden viele in der CDU auch Fridays for Future gut. Also da sind sie völlig unentschlossen. Und dann kommt dazu, dass Merz natürlich Merkel hasst und Spahn hasst Merz und Laschet hasst den Spahn und alle hassen Röttgen. Also es ist hochkomplex, eine hochkomplexe Aufgabe, auf die alle vier Aspiranten sich wirklich ja, vorbereiten müssen. Darauf müssen sie gefasst sein. Ich empfehle Aspirant Komplex bei akuten Nachfolgeproblem. Und da sich aber alle zutrauen, diese Spaltung mal eben zu überwinden, da will jetzt auch unser extra 3-CDU-Abgeordneter Philipp Meyer-Degenhardt seine Ambitionen nicht länger zurückhalten. Und wenn Sie mich fragen, er ist mit Abstand der Beste. Filmst du jetzt das Kanzleramt? So. Mein Name ist Philipp Meyer-Degenhardt von der Union und ich werde neuer Parteivorsitzender und dann natürlich auch Kanzler. Wahrscheinlich. Denn gerade wenn es in der Partei an klarer Haltung fehlt, warum nicht einen Kandidaten, bei dem das genauso ist?
So, und dann wird bitte diese rostige Sache da entfernt. Ich weiß nicht, wie ihr das mit Winkelschleifer, wie ihr das... Ich mach's. Ach, Sie wollen's machen? Ich mach's, ich würd's machen. Sie standen bisher nicht auf dem Bildschirm. So, genau. Und manchmal ist das ja gar nicht mal so ungünstig. Das hat auch gerade Herr Röttgen gesagt, er will's machen. Lassen Sie doch den auch mal probieren. Ja, zum Beispiel, aber es muss ja nicht sein. Das sind ja alles Leute, die aus guten Gründen auch schon mal aussortiert worden sind. Nichts gegen die Frauen, keine Frau mehr. Nee, jetzt ist erstmal gut mit Frauen. Genau. Das haben wir jetzt. Jetzt reicht's. Richtiger Mann. Verteidigungsminister, okay, Frau, Bundeskanzlerin, Frau. Ich bin schlecht Vergnügen. Tschüss. Ja, nichts gegen die Frauen, aber jetzt reicht's. Ja, ja, da kommt schon wieder eine. Man muss eine klare Einstellung haben. Und, richtig. Die auch versuchen, den anderen Leuten klarzumachen. Genau. Und wenn diese klare Einstellung nicht funktioniert, dass man sich dann eine andere klare Einstellung. Das ist auch schlecht. So, komm mal mit. Hier, pass mal auf. So. Ja? Mal so wie der Schröder. Also, ich will hier rein! Das mögen die Leute. Genau, man muss immer eine klare Haltung. Das merke ich. Welche Haltung ist denn bei Ihnen zur AfD? Da ist eine ganz klare Haltung. Da sagen wir klar nein im Moment. Klare Abgrenzung nach rechts. Klare Abgrenzung nach rechts. Aber das ist doch selbstverständlich. Mein Praktikant hat was dabei. Das sind so diese Schlagworte, aber so. Das ist auch wichtig. Klare, hier, da haben wir es doch. Nee. Klare Kante. Nein, das ist links. Ach so, nee, das andere. Wir wollten das andere. Links und rechts ist. Ja, hier. Da, ja, hier haben wir das. Hier haben wir das. Wirtschaft first, Umwelt second. Meier Degenhardt. Ist das was, wo Sie sagen, ja, da können wir doch so. Ja, gut, okay, das könnte man wirklich sagen. Aber Umwelt ist ja auch nicht so unwichtig. Machen wir mal so. Ja, nee, das, Umwelt first, das passt Wirtschaft second. Das passt aber auch nicht. Hier machen wir so, offen für alles. Das wir so? Fällt mir so. Ich weiß nicht, wie viele von den Tafeln mein Praktikant mit hat. Ja, wollen wir ein Bild machen zusammen? Ja, machen wir ein Bild, ne? Ja, manchmal ist man sich, machen wir ein Bild zusammen. Nicht so mit dem Bürger. Die müssen wir die rechte Hand so, so dass man so sehr zufrieden und glücklich aussehen. Auch ein bisschen stolz aussehen, dass Sie mit mir jetzt ein Bild machen können. Da müssen Sie glücklich sein. Einer muss Verantwortung übernehmen, mit oder ohne Haltung, vollkommen egal. Mein Name ist Philipp Meyer-Degenhardt und ich mach's. So, kannst du ausmachen. Ein Film von Tobias Döll. Entscheidend wird sein, wem die CDU am ehesten zutraut, die AfD einzudämmen. Und da hat Friedrich Merz, zumindest Friedrich Merz zufolge, die allerbesten Chancen. Und dann traue ich mir zu, die AfD mit ihren Wählerinnen und Wählern zu halbieren. Ja. Klingt martialisch, aber er traut es sich zu. Er traut sich generell viel zu, der Merz. Und das ist eigentlich erstaunlich, denn er hat zwar weder jemals irgendwo irgendwas regiert. Er war auch nie irgendwo Minister oder auch nur Oberbürgermeister. Aber er traut sich, wie alle Kerle, alles zu. Er kann die AfD besiegen, indem er das Gleiche sagt wie Sie, nur schneller. Er kann auch mit den Grünen zusammenarbeiten, weil er sein ganzes Leben einer bedrohten Tierart gewidmet hat, den Kröten. Friedrich Merz ist ein echter Tausendsasser. Er kann fliegen, ja? Darf man auch nicht vergessen. Er kann auf einer Steuererklärung ein Bier trinken. Und Gott hat einen ganzen Monat nach ihm benannt. Ich denke, damit er nicht seinen Posten will. Also, er ist ein wahrer Superheld. Und wenn man gerade denkt, er ist weg, ist er schwupp schon wieder da. Mit schöner Regelmäßigkeit taucht Friedrich Merz wieder auf. CDU-intern spricht man schon von der Merz-Frequenz. Und dazu kommt, dass Friedrich Merz ja früher sehr interessante Positionen vertreten hat. Er war 2004 für den völligen Abbau des Kündigungsschutzes. 2008 war er für niedrigere Hartz-IV-Sätze und er hat 1997 gegen die Strafbarkeit von Vergewaltigung in der Ehe gestimmt. Im Bundestag. Sympathisch. Außerdem hat er einen Spitzenhumor. Zur aktuellen Parteivorsitzenden ist ihm diese schöne Wetteranalogie eingefallen. Es ist übrigens reiner Zufall, dass Tiefs im Augenblick Frauennamen haben. Da lacht der Kegelclub. Ja, Ein Mann, der alles besser weiß, obwohl er nie was gerissen hat. Und der Show wie witzig kann, bei denen selbst Asmussen sagen würde, komm, lass.
Lars stecken. Ja, das macht Merz gerade für die weibliche Wählerschaft so attraktiv wie ein Traktorrennen bei Regen im Emsland. Dafür hat sich aber Til Schweiger für Friedrich Merz als Kanzlerkandidat der CDU ausgesprochen. Prima, Til Schweiger ist für ihn. Dann müssen jetzt nur noch der Wendler und Bushido ihr Okay geben. Und ich denke, die Sache ist geritzt. Fragen Sie sich auch manchmal, wie es im Kopf von Friedrich Merz aussieht? Ich frage mich das ganz oft. Wie sieht es eigentlich in dessen Kopf aus? Und wir haben mal einen Reporter genau dort hingeschickt. Ich schalte nun live in den Kopf von Friedrich Merz zu Andreas Kiebig. Hallo Andreas. Hallo. Hallo Christian, ich befinde mich hier unter den beiden Geheimratsecken im Kleinhirn von Friedrich Merz oder wie er selbst sagen würde, in der gehobenen Mittelschicht seines Körpers. Ja, und hier ist alles beim alten, originalgetreuer CDU-Männermief aus der Kohl-Ära und hinter mir hängt das bescheidene Selbstbild von Friedrich Merz. Ja toll, toll, aber so richtig viel los ist da ja nicht bei dir. Ich hätte gedacht, im Kopf eines potenziellen Kanzlerkandidaten ist alles voller Pläne und Visionen. Was hat er vor mit Deutschland und wie will er die zerrissene CDU wieder ein? Da sehe ich jetzt gar nichts. Doch, doch. Sein Plan ist ja, dass die gesamte CDU sich darin einig ist, dass er der Geilste ist. Ne? Und anstelle von Visionen hat er diese alten Videokassetten hier. Sind aber jetzt nicht wahnsinnig viele. Ja, selektive Wahrnehmung, Christian. Merz mag nur Filme, in denen Männer das Sagen haben und die ein Happy End haben. Schmeißt die Mama aus dem Zug. Ja. Planet der Affen. Und natürlich zurück in die Zukunft. Der Held reist in die Vergangenheit, um alte Fehler auszumerzen. Und er hat eine simple Zukunftsvision, die auf einen Bierdeckel passt. Alles soll wieder werden wie früher. Sag mal, was ist da bei dir los? Sieht da ein Sturmtief mit Frauennamen auf? Ja, so in der Art. Also die verdrängten negativen Gefühle von Friedrich Merz kommen mal wieder aus seinem Unterbewusstsein hoch. Ich bin der ewig Zweite. Jetzt nervt auch noch der Röttgen. Keiner liebt mich. Alle haben nur Schiss vor der AfD. Und jetzt zieht hier auch noch der schwelende Groll durch. Ja, weil Angela Merkel ihm vor 17 Jahren den Fraktionsvorsitz weggenommen hat. Boah, wie das stinkt. Der Andreas, du musst da raus. Hm. Raus da, der ganze Merz geht gleich in die Luft. Hier qualmt es auch schon. Nee. Du, für solche Notfälle gibt es hier das Groll-Kontrollprotokoll. Alle Gehirnzellen singen dann den Männer-Mutmach-Song. Weiblichkeit kriegt jetzt bald Freizeit. Es heißt schließlich Vaterland und nicht Muttiland. Mein Gott, das ist ja fürchterlich. Das ist ja wirklich nur mit Kopfmerztabletten erträglich. Ja. Vielen Dank, Andreas Kiebig.